Ich glaube, jeder Mensch erlebt in seinem Leben vielleicht nur 5 bis 10 echte, richtige Glücksmomente. Ich kann die wirklich fast an einer Hand abzählen. Also insofern trifft das Wort Zufriedenheit das schon eher. Ich meinte eher so einen emotionalen Grundzustand. Ich meine, es gibt ja vom rheinischen Frohgemut bis ich bin eher so, neige eher zur Melancholie. Und das ist ein Unterschied zur Depression. Aber ich bin halt eher so gestimmt, da lässt sich auch wahrscheinlich nicht mehr so viel dran ändern. So, das meine ich mit Setpoint. Würden Sie von diesen wenigen Glücksmomenten, die Sie gerade angesprochen haben, uns Ihren letzten schildern? Also wo wir ja schon bei Fleisch und bei Gemüse waren, da war es tatsächlich so, dass ich nach 3 Tagen, nachdem das so absehbar war, dass das jetzt wirklich ein Riesenerfolg wird, da bin ich nachts aufgewacht und war 1 Stunde glücklich. Oder 1,5 vielleicht auch. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Und dann war es vorbei? Naja, ganz vorbei war es nicht, aber das war so spürbar. Das ist ein erinnerbarer Moment, der wirklich echt beeindruckend war für mich. Das ist ja herrlich. Das ist allerdings, wie viele Jahre her? Mehr als 10 Jahre her? 10 Jahre her? Ne? Ja, 20 nächstes Jahr. Okay. Also die Momente kommen selten, aber sie zehren offenbar länger dran. Ja, ich bin ja irgendwie, andere mögen das ja, für die mag die Frequenz der Glücksmomente deutlich höher sein. Das ist ja auch, wünsche ich denen ja auch, aber bei mir eben so durchaus überschaubar. Aber es ist ja auch nicht, weil ich beklappe ja nicht.